Mürzzuschlag. Nach der Fusionierung Bruck-Mürzzuschlag. Eine Stadt mit reger Vergangenheit. Vieles trifft zusammen. Das kulturelle Leben, ein weiterer Beweis von Weltoffenheit und sozialer Kompetenz. Das Engagement reicht bis in die dritte Welt. Der Bürgermeister, auch ein Beispiel von kommunaler, moderner Amtsführung, weit über die Parteigrenzen hinaus. Mürzzuschlag, einst die Bezirkshauptstadt in der Region, dann kam es zur Fusion mit Bruck an der Mur, jetzt heißt es Bruck an der Mur und Mürzzuschlag. Was hat die Fusion eigentlich gebracht? Also wir sind dasselbe Mürzzuschlag wie vorher. Es ist richtig, wir haben noch Bezirkshauptstadt vielleicht dazu schreiben können. Jetzt sind wir ein regionales Zentrum. Es ist weiterhin die Bezirkshauptmannschaft hier vor Ort. Sie hat diese zwei Standorte, Bruck und Mürzzuschlag. Wir haben weiterhin unser Landeskrankenhaus, wird viel diskutiert, aber es ist abgesichert. Es ist auch noch ein Reha-Zentrum in Rede für die nächsten Jahre. Das Gymnasium, der Bahnhof wird groß ausgebaut. Wir sind dann in nicht einmal einer Stunde in Wien. Also alles das findet statt, ob wir jetzt Bezirkshauptstadt sind oder nicht. Wobei natürlich wäre es mir auch lieber, wenn wir immer Bezirkshauptstadt sind. Aber letztlich ist es eine Etikette, die nicht wirklich Einfluss hat. Das andere ist ja die Fusion der Bezirke. Naja, wir sind jetzt ein sehr großer Bezirk mit 100.000 Einwohnern. Früher war der Bezirk Mürzzuschlag mit knapp 40 wesentlich kleiner. Und es hat beide Seiten. Einerseits natürlich meint man, dass das eine oder andere Richtung Bruck verrutscht aus unserer Sicht. Andererseits sind wir einfach größer geworden. Wir profitieren schon davon. Wir haben gute Kontakte. Also ich sehe es grundsätzlich nicht als Nachteil. Was es bringt, ist so eine Bewertungsfrage. Ich glaube, wir sind größer und stärker. Letztlich hat es nichts geschadet. In Euros kann ich jetzt nicht sagen, was es gebracht hat. Die Mandatsverteilung in Mürzzuschlag? Wir haben 11 Kollegen von der SPÖ, 8 der FPÖ, 3 der KPÖ, 2 ÖVP und eine Kollegin der Grünen Partei. Jetzt natürlich noch eine andere Frage, die sich aufdrängt mit den Mehrheiten. Absolute Mehrheiten werden wohl von einigen Träumern noch angeregt, aber gibt es ja fast nicht mehr. Naja, nicht nur Träumern, wünschen tun wir es uns alle. Ich hätte auch gerne eine absolute Mehrheit, aber die haben wir jetzt knapp, aber doch nicht mehr. Das ist nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern es damit umzugehen. Ich meine, so viele Demokraten sind wir alle. Das ist letztlich schon auch die Idee, dass man die verschiedenen Interessen austauscht. Und es gelingt uns ganz gut. Also wir haben, auch wenn wir uns hin und wieder ein bisschen matchen, das ist ja auch unser Job, eine gute Atmosphäre im Gemeinderat und finden für alle wichtigen Dinge Mehrheiten. Und vielleicht dauert es manchmal ein bisschen länger, aber ich habe gute Erfahrung und kann nicht behaupten, dass wir jetzt irgendwie gelitten hätten oder dass Mürzzuschlag jetzt im Stillstand verharrt. Ganz im Gegenteil, wir haben ein buntes Miteinander und mir geht's gut. Sie sind ja dafür bekannt, dass Sie einer der nicht allzu vielen Politiker sind, die über Ihre Partei, das heißt überparteilich agieren, was ja eigentlich die Aufgabe des Bürgermeisters ist. Ja, wenn Sie das als Kompliment sagen, freut mich das. Ich sehe es auch wirklich so, wie vielleicht, wir haben vorhin gesprochen über meinen Vorgänger, den legendären Bürgermeister Kottruber, den, glaube ich, alle kennen und alle schätzen, es hat nichts mit Partei zu tun. Der hat immer den Spruch geprägt, zuerst sind wir mal mit Zuschlager und dann müssen wir schauen, wo jeder in seiner politischen Hälfte oder in seinem Reich halt möglichst auch vom Land, vom Bund Beiträge leisten kann, damit die Stadt profitiert. Und dann irgendwann natürlich kommen auch parteipolitische Auseinandersetzungen. Aber so halte ich es, weil ich persönlich so gestrickt bin. Also ich glaube wirklich an das Miteinander und es gelingt mir immer wieder, nicht immer natürlich, aber ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Sie sind SPÖ-Mitglied, ja. SPÖ-Bürgermeister. In der letzten Zeit gab es ja arge Turbulenzen, gerade im Bereich der SPÖ. Jung und alt und immer neue Besetzungen, Personalrochaden. Wirkt sich das eigentlich auf einen seriösen und möchte fast sagen neutralen Kommunalpolitiker aus? Ich hoffe, es klingt jetzt nicht überheblich. Ich bin SPÖ-Mitglied und habe auch die Ideale und die Überzeugung aus dieser Richtung. Aber insbesondere auch in meiner Bürgermeisterarbeit bin ich zunächst einmal der Karl Rodischer und kümmere mich um den Zuschlag. Und
bin natürlich interessiert und wenn ich wo beitragen kann, trage ich bei. Aber für die Gemeindearbeit ist es nicht entscheidend, wie jetzt die Bundesführung besetzt wird oder ob dort Querelen sind. Also das zu vermischen, versuche ich auch möglichst zu vermeiden. Wir sind für unsere Gemeinde zuständig, nicht im Sinne von Trump, sondern im Sinne der Zuständigkeit der Bürgermeister für seine Gemeinde, für die Menschen, die hier leben. Die Parteiinteressen gibt es natürlich. Wie gesagt, wenn ich was beitragen kann, tue ich es gerne, aber ich möchte das nicht in die Gemeindestube tragen und dort diskutieren. Da gehört es nicht hin. Kommunalpolitiker, ein spannender Job. Allerdings, ja, es ist wirklich spannend. Sie kennen den Barber, if Mayors rule the world, nicht? Also der sagt, die Bürgermeister sind grundsätzlich dazu da, Probleme zu lösen. Und das ist auch so. Es kommen Menschen zu mir mit kleinen Anliegen, es kommen Forderungen, die ich gar nicht erfüllen oder lösen könnte, weil das nicht meine Kompetenz ist. Aber es ist unglaublich vielseitig spannend und ich mache es alles zusammen. Natürlich gibt es auch mal einen Ärger und schwierige Zeiten, aber overall, wie man sagt, mache ich es sehr gerne. Was hat Sie eigentlich dazu bewogen, Bürgermeister werden zu wollen oder Mitglied der SPÖ zu werden? Naja, das ist schon alles ein paar Jahre her. Ich bin jetzt 11 Jahre im Amt, bin aber eigentlich der sogenannte Quereinsteiger. Also ich war ja, bin Architekt von Beruf, hier im Hause tätig. Ich habe das Amt des Stadtbaudirektors bekleidet, wie es so schön heißt. Habe mich dann selbstständig gemacht, weil ich eben unbedingt auch ein eigenes Büro führen wollte. Damals hat mich Bürgermeister Kranner gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Gemeinderat zu werden. Da habe ich gesagt, was muss ich denn da tun? Und so kam ich zum Gemeinderat. Hätte mich auch parteilos akzeptiert, aber wie ich schon gesagt habe, innerlich fühle ich mich ein bisschen mehr links wie rechts stehend, weltanschaulich und habe überhaupt kein Problem und bin dann der Partei, der SPÖ beigetreten, bin seitdem gerne Mitglied, wurde dann Stadtrat und weiß Gott, heute eine Gemeinde, kleine Gemeindekarriere und wie Kranner dann gesagt hat, das ist jetzt genug, er hört jetzt auf. Gab es also eine Besprechung und eine Wahl in unserer Runde und da wurde eben vorgeschlagen, ob ich das Amt übernehmen will. Ich habe zuerst gesagt, das ist schon eine große Aufgabe, ich versuche es einmal. Der Bürgermeister, auch ein Beispiel von kommunaler, moderner Amtsführung. Und wer noch Eisenbahnromantik genießen will, der fahre über den Semmering nach Wien.